Willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim, der Special Edition. Ja, in diesem schönen Höhlenausgang sind wir angekommen und können jetzt endlich in die freie Welt. Wir haben viel vor uns und ja, als Schwarzer wäre es doch toll, wenn wir einfach mal ein bisschen, ja, den anderen helfen und auch uns selber mal ein bisschen an den Nagel, also so richtig, wie soll man sagen, ja, einfach ein bisschen lieben kennenlernen oder andere lieben kennenlernen und so weiter. Wartet! Und deshalb mache ich auch Rollenspiel, damit das einfach ein bisschen realistischer ist und so weiter. Und so ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Okay. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Nein, ich will bei dir bleiben. Ich muss dich ja beschützen. Du bist ja nichts. Oh, Blümchen sammeln. Oh, schon Ruinen zu sehen. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Er redet natürlich negativ über die Kaiservölker. Die anderen reden positiv. Deshalb kann ich eigentlich nicht so entscheiden, was ich nehmen soll. Aber ich denke, ich nehme wieder die Nords. Außer, naja, eigentlich möchte ich jetzt Kaiservolk nehmen, aber ja, nicht in diesem Spielstand, weil... Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Ja. Man gewöhnt sich wohl daran. Das könnte sein. Ich glaube schon, dass die meisten wahrscheinlich so ein bisschen Kummer bekommen, aber ich habe Heldenmut. Ich möchte das erkunden, so schnell wie möglich. So, muss mal kurz irgendwas weniger machen, weil es schwankt ein bisschen mit den FPS. Zwar nur zwischen 20 und 50, aber ja, das Schwanken nervt natürlich, oder? Ja, Tiefenschärfe könnte ich ausmachen, aber das bringt wahrscheinlich nicht so viel. Ich kann leider hier nichts richtig Gutes ausmachen. Wenn ich die Tiefenschärfe ausmache, habe ich mehr FPS. Das könnte schon an der Tiefenschärfe liegen, aber das sieht halt schlechter aus. Drei der 13 uralten Findlinge, schwankt die aber nicht im Himmelsrand zu finden sind. Na los! Seht selbst! Wie findet ihr das eigentlich, die tiefen Unschärfe? Also ich finde sie ja nicht so toll. Aber ja, ich könnte sie eigentlich schon, muss nochmal schauen, vergleichen. Weil es ist wenigstens eine schönere tiefen Unschärfe. Ja, ist gar kein Unterschied. Also ein bisschen hier schwammig. Ja, es ist eigentlich fast kein Unterschied, also dass das Bild klarer wird ohne Tiefenunschärfe. Und deshalb mach es aus. Ja. Dann ist wenigstens Fraps nicht überfordert. Ja. Tut mir also leid für die, die halt Tiefenunschärfe mögen, aber ich mag das schon immer nicht. Ich selber finde Tiefenunschärfe einfach passt nicht. Alle wollen immer nur irgendwie, ja, Filmgrafik haben oder so. Ich möchte gerne Realismus haben, deshalb nehme ich das. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Ja, ich wollte eigentlich Magie nehmen, aber ich denke gerade Magie mache ich sowieso jetzt gerade am Anfang noch nicht. Deshalb habe ich Kriege genommen.
Den mal rausnehmen, weil das hier eventuell ist kein kommen Wölfe. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlasst ihr das Reden mir, verstanden? Ja, ja. Also ich habe ja keine Probleme. Du hast Probleme mit den kaiserlichen. Eigentlich will ich ja überhaupt keinen Krieg. Aber natürlich gibt es wieder Bürgerkrieg oder Religionenkrieg oder Links-Rechts-Krieg. Einen habe ich. Aber wieso sind die anderen so schwach? Und wieso sind die Gegner eigentlich so schwach? Einen höheren Schwierigkeitsgrad. Was ist das jetzt gewesen? Hat er noch einen erledigt oder? Was war denn das ein Geräusch? Oder ist ein Nachgeräusch oder so etwas? Es läuft leider gerade mit Fraps nicht so flüssig. Natürlich läuft es auf meinem PC überflüssig, aber. Wir sind schon fast in Flusswald. Ich habe immer 58 FPS jetzt. Also ich habe ungefähr 10 FPS Sprung. Aber trotzdem läuft es nicht so flüssig, dass ich sagen kann, ja. Ich könnte jetzt mal ohne Probleme, ohne Mini-Lags spielen, oder? Es ist frech. Wahrscheinlich ist es wieder nicht mehrere CPUs. Weil Fraps zieht vor allem CPU, glaube ich. Und das ist halt ein bisschen negativ. Ich habe jetzt mal die Gräser ein bisschen weiter, also näher gemacht. Ja, ich habe wirklich manchmal 41 FPS. Jetzt habe ich sogar 20 FPS gerade im Moment. Weshalb? Wegen dem Dorf jetzt? Das ist mega frech irgendwie. Das muss ich wirklich im nächsten Part dann Anti-Aliasing ausmachen oder so. Bestimmte Sachen muss ich ausmachen, ist ein paar eventuell. Außer also, es liegt an Fraps. Und es läuft dann wieder besser. Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Was, ein Drachen? Ich habe keinen Drachen was gefunden. Ist denn nun schon wieder, Mutter? Ich habe nur euch mit so komische, habe dunkle. Vielleicht nicht. Vielleicht. Ja, Hochhelfen gesehen. Aber der eine sieht wie ein Dunkelelf aus, so dunkle Haut hatte. Und dann habe ich noch ein paar Nords gesehen, aber Drachen, pff, keine Ahnung. Das war richtig unschuldig, Mann. Gerdur! Bruder, beim Arras Gnade. Kartoffeln! Es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gerdur. Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hort! Wie? Ja, die Lichteffekte sind immer sehr schön. Die möchte ich natürlich nicht runterstellen, aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich einen Core, also nur einen Core nutzen kann, bei SKM. Und ich 8 Cores habe, oder? Außerdem könnte es auch wegen DirectX 12 sein oder so. Oder an der Grafikkarte, ich so starke Grafikkarte habe, dass die meisten Spiele halt auch ein bisschen Problemchen machen. Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och, Mama, ich will noch hierbleiben und mit Onkel Ralof reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranziehe. Also, Ralof, was ist los?
Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender... Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straßen nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ich aber nicht. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Ihr haltet's mal die Schnauze. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn Dankeschön. Ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt Sei einfach. Nett, aber was soll ich in deinem Haus? Ah, vielleicht ein bisschen Loot abnehmen. Hä? Es läuft flüssig im Flusswald. Aber außerhalb könnte es eventuell ein bisschen, ja, Mini-Lecken oder so. Also wirklich ganz mickrig. Ich hoffe aber einfach, dass ich das noch wegbekomme. Weil ich werde wahrscheinlich auch schneller reiten. Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht Und denkt um immer gleich an Alkohol. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Immer die Frauen zu den Männern, nur Alkohol. Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, immerhin. Das kann ich euch sagen, beim anderen, beim Hardware ist es ein bisschen anders. Also, ich finde das viel bisschen, ja, viel Kollegschafter und auch später ich die Quests. Gerne, wie und wo ich nur kann. Und die Quests von den Kampfgeborenen und Graumäntel, die sind auch viel besser bei den Graumäntel. Wie sie heißen, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen, aber glaube Graumantel oder irgendwas anderes. Grau. Also die Grafik ist recht shadiger, also man sieht, das ist jetzt schon recht orange wird, obwohl ja eigentlich nur ein bisschen die Sonne blendet, ist es schon viel zu orange. Also ich finde es persönlich halt nicht so interessant. Ja, gib mir noch ein kurzes Leck. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Ich nehme es ja gerne an. Was kann ich für euch tun? Jetzt warte mal kurz. Ihr redet zu viel. Die Grafik ist halt ich sehr... Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Die Schnauze. Viel Glück.
Die Grafik ist sehr überbeleuchtet in dieser neuen Spezialversion. Ich hoffe, es stört euch nicht. Mich stört sie eigentlich auch nicht. Einfach mag ich es nicht so sehr. Und dafür sind eben auch die Texturen, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, denke ich schon. Ich werde eben die Special-Version eigentlich so ganz wie möglich spielen. Es hat drei Add-ons. Wir werden so schnell wie möglich ein Haus bauen. Wir werden so schnell wie möglich eine Frau holen. Und wir werden eigentlich so schnell wie möglich dann auch in die anderen Gebiete gehen. Ich will aber nicht so schnell vorpreschen. Also wenn ihr halt ja gerne High-Level-Content sehen würdet, dann ja, müsst ihr wahrscheinlich eben jemand anderen besuchen. Aber ich mache es natürlich sehr rollenspielartig und deshalb mache ich so gerne irgendwas. Hä? Ja, die Sachen sind noch rot. Hä? Ich nehme die erst, wenn sie weiß sind nach dem Gespräch. Hey! Oh! Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? So groß wie ein Rathaus. So groß wie ein Gasthaus, sagte er, okay. Unglaublich. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Ja, ich will aber noch nicht so gerne den Drachen zu sehen. Viel Glück. Die uns begegnen, wenn wir noch nicht so gut ausgerüstet sind. Ich tue einfach die Quest in Flusswald machen, eventuell sogar noch Falkenring gehen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Lass mich jetzt in Ruhe. Redet es mich immer an. Ich kann nicht aussprechen. Also eben, ich gehe wahrscheinlich noch kurz nach Falkenring und hole mir einen guten Bogen. Und eventuell halt ein Schild oder so und dann gehen wir direkt nach dem. Was? Jetzt kommt die noch. Hey, hallo, lass mich hier raus. Kämpft wacker oder sterbt. Vorsicht! Ah, lass mich in Ruhe! Nein! Ich bekomme noch ganz Ohrenschmerzen, ey. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Was denkt ihr über ich den Krieg? Ich muss mich um meine Familie kümmern. Damit habe ich schon genug Sorgen. Für so etwas interessiere ich mich nicht. Ja, das ist am besten. Am besten ist, wenn es einfach auf Wiedersehen. Kein Vorsicht. Krieg geben. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Habt ihr Feuer, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Ja, aber ich möchte gern vom Haus nehmen, Feuer. Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Nee? Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Tja, dann ist er halt weg. Warum ist er dem Kaiserreich treu ergeben? So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Ach so. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Hm. Er unterstützt also die Stürme. Natürlich. Ulfric vertritt eine gerechte Sache. Es ist Zeit, dass Himmelsrand die Fesseln des Kaiserreichs abstreift. Dafür sei die rechtsextrem. Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Aber so, das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Bist du nicht mehr jung? Du siehst aber jung aus. Die Nord sind natürlich rechtsextrem. Sie haben immerhin Invasoren. Aber das macht sie nicht zu bösartigen Skinheads oder Nazis oder sonst irgendwas. Sondern das macht
sie zu bemitleidenswerte Menschen, oder? Und das macht, möchte ich halt in diesem Let's Play wieder mal die Nords nehmen. Und hat auch ein bisschen Konsequenzen einschlagen, weil ja die Städte werden wahrscheinlich nicht mehr so schön sein am Schluss. Aber das ist besser, ich finde das besser, weil was bringt uns nach dem Krieg eigentlich ein wunderschönes Weißlauf, ein schönes Einsamkeit, ein schönes Windhelm, oder? Das bringt uns nichts, oder? Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gut. Ach, gut. Fühlt euch wie zu Hause. Gar nichts gedrückt. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Wer ist Elisif? Sie ist wohl jetzt Jarl, Elisif. Sie hatte den obersten König Torik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun, da Torik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Es ist genau wie im Römischen Reich, also wahrscheinlich ist Kaiserreich sehr nah am Römischen Reich teasert sozusagen. Also es wird eigentlich alles nachgemacht, was in den Römischen Reichen immer so war. Es war immer das und der und nie eigentlich Demokratie. Also der Senat war ja Demokratie und die durften nie irgendwie richtig viel etwas sagen oder entscheiden. Ulfric hat einen Großkönig getötet. Manche sagen ermordet, aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihn einen Verräter an Himmelsrand und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Ja, also gibt es momentan keinen Großkönig. Nein, so lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Okay, kann ich irgendwo frische Vorräte kaufen? Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Hm. Alvor kann euch helfen, er ist unser Schmied. Ich habe so schlechte Ausrüstung. Also gut. Also gut. Seht, ich bin so schlecht gepanzert. Ich finde irgendwie komisch, dass man mit zum Anfang schon eine der besten Stahlrüstungen bekommt. Weil, ja, es ist doch Stahl, also ja, schon Eisen, aber halt besser als eine normale Eisenrüstung und schon ein bisschen komisch, aber das ist Skyrim. Skyrim ist eigentlich recht unbalanciert, weil man eigentlich schon früh das Richtige findet, oder? Ich mag es einfach bei Rollenspielen, wenn ich zuerst Battlearm bin. Oh, die haben mich nicht gesehen. Ich habe es einfach geklaut. Weil man sieht ja, dass man es klauen muss. Und ich habe einfach gedrückt. Ein winziger Seelenstein. Ach komm, Käse ist immer gut. Nehmen wir mit. Und den Met nehme ich auch mal zum Verkaufen. Weil Alkohol brauchen wir nie. Wir kaufen den einfach immer wieder. Ich tue immer die Sachen, die es halt überall gibt, verkaufen. Handschuhe. Trank des Taschendiebstahls und wir üben es mit Taschendiebstahl, aber können gerade nicht an die Truhe. Sie sehen mich. Wieso sehen sie mich? Jetzt bin ich versteckt. Gut. Nur weil sie aufgestanden ist, hat sie mich kurz nicht gesehen, oder was? Alles verkaufen. Dieser Lümmel. Weil mit Verkaufen tun wir unsere... Das ist nicht genau, wie das heißt. Das ist einfach wieder
hier hinkommen. Wie heißt das? Redekunst einfach, okay, ja, das habe ich gerade nicht gedacht, aber damit kann man einfach so ein bisschen die Preise senken und so. Ist eigentlich recht nett. Ja, werde ich wahrscheinlich wegen Balancing auch ein bisschen machen, weil wenn wir zu viel Punkte irgendwo reinstecken, sind wir dann plötzlich mega super stark. Und dann bin ich legendär auch nicht und das erhöhe ich jetzt direkt einmal, hä? Damit wir einfach ein bisschen weniger schwerere Gegner haben. Kaiserlichen Ketzer. Ja, lass das mal, ey. Immer diese Anfluchungen. Ich bin überhaupt nicht, also ich bin weder links noch rechtsextrem. Ich will einfach eine gute Politik und nichts anderes. Okay, da oben haben wir. Talos möge euch leiten. Alle Chemiezutaten, ja. Ein bisschen Fleisch oder ja, Fell. Fell brauchen wir halt auch immer. Kann man hier nicht den zweites Kaninchen? Haben wir schon nicht eingesammelt, hä? So, na, haben wir eigentlich nichts mehr, aber hier oben haben wir noch Fell. Das ist ein Tunika und das sind Pelz. Da ist noch ein Buch, aber. Ja, ich lese Bücher nicht so vor. Sie sind recht langweilig und ich könnte eigentlich euch sagen, weil ich die Bücher natürlich zum ersten Mal alle gelesen habe. Ich bin sowieso einer, der sehr gerne liest. Also deshalb ich will sicher viel vorlesen, aber Bücher wahrscheinlich jetzt einfach gerade mal nicht. Ich auch sehr viel lesen muss in den Diskussionen, also ja, wenn ich mir jemand anschreibe, dann muss ich auch lesen, was da steht. Außer ihr wollt es natürlich nicht, also ich muss es sozusagen, weil es gehört dazu zu einem guten Rollenspiel. Also ich mache selber Rollenspiel, ich versetze mich für euch hier in die Geschichte. Und deshalb, ja. Wer muss denn hier herumlaufen? Irgendjemand muss dort herumlaufen. Machen wir zuerst den Speicherpunkt. Und werde mir erstmal klauen, bevor er kommt. Ein Stahlschild, sehr gut, in Eisenheim. Eisenstiefel. Dankeschön. Was ist da gewesen? Ein Stahldolchen. Ist ein bisschen dunkel in diesem. Wegen den Shaders ist es dunkel geworden. Special Edition. Kann man nichts machen. Auch Kartoffeln. Ja, jetzt haben wir 28 Minuten. Im nächsten Mal. Holen wir einen der Begleiter. Hier haben wir die Auswahl zwischen Sven und diesem Dunkelelfen, den ich den Namen gerade nicht weiß. Und ich werde mich dann für einen entscheiden. Und ich werde in die Kneipe gehen, um dort ein paar Quests anzunehmen. Ich glaube, es gibt eine Quest. Ah, im Handelszentrum gibt es eine Quest. Und wir gehen ein bisschen nach Flusswald und ja, nicht Flusswald, Falkenring, genau. Da möchte ich unbedingt noch den Bogen holen und so weiter. Da ist nämlich die die mag ich. Also bis zum nächsten Part. Euer Dragobasler. Tschüss.